Der Februar kann ja schon mal ein knackig kalter Wintermonat sein. In diesem Jahr hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Es war eher so ein durchschnittlicher Monat, würde ich sagen, von Temperaturen her. Und damit wurde unsere Wärmepumpe auch nicht ganz so extrem gefordert, wie zum Beispiel noch im Dezember. Und jetzt wollen wir uns heute im Video mal die Wärmepumpenwerte vom Februar ansehen. Was hat die Wärmepumpe verbraucht? Wie lief es mit dem warmen Wasser? Und wie ist die Statistik insgesamt für diesen Winter? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Bevor ich es wieder vergesse, erstmal ein kleiner Hinweis. In der Videobeschreibung sind alle Daten zu unserem Haus, unserem Heizverhalten, dem Isolierungsstandard unseres Bungalows hier nördlich von Hamburg und dem Sanierungsstand, und da könnt ihr dann ungefähr einschätzen, ja, wie ist es bei ihm, wie könnte es bei uns sein, obwohl das natürlich immer sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Wir haben hier ein Gebäude mit sehr viel Außenhülle, wo natürlich viel Wärme rausgeht, viele Fenster haben wir, große Fenster, da geht auch viel Wärme raus. Und das aber einfach so, dass ihr ein bisschen einschätzen könnt, wie sieht denn die Situation bei ihm so aus. Und um Spekulationen gleich vorwegzugreifen, ich habe es beim letzten Mal auch vergessen, der Kamin, der lief einmal im Februar. Im Januar lief er überhaupt nicht. Die Werte sind also komplett ohne Kamin. Im Februar lief er jetzt einmal. Das war wahrscheinlich auch der 7. Da habe ich einfach mal gesagt, hey, ist ein bisschen fröstlich, ich möchte es wärmer haben. Und dann haben wir ihn einmal angemacht, aber öfter auch nicht. Also die Zahlen sind schon relativ belastbar ohne Kamin. Das eine Mal, und der Kamin ist auch keiner wie so ein Ofen, der das ganze Haus aufheizt, sondern das ist eher so ein Ambiente-Kamin, sage ich mal, mit dicken Mauern. Da wird nicht viel warm. Also das Wohnzimmer wird schon schön warm dadurch, aber der Rest des Hauses ist davon weniger betroffen. Also das bringt nicht so furchtbar viel, wenn ich den anmache. So, und jetzt fangen wir erstmal mit ein paar statistischen Daten aus dem Februar an. Ich habe mir mal angesehen, der Februar hatte eine Mitteltemperatur von 4 Grad, und ich habe das mal verglichen mit den 10 Februaren davor, also die letzten 10 Jahre. Da waren 6 Februare waren kälter und 4 waren wärmer. Dieser Februar 23 hat sich also relativ in der Mitte angesiedelt, und ich habe nochmal die Takte unserer Wärmepumpe gezählt. Das waren im Februar 142 durch 28 Tage geteilt, macht das 5 Takte pro Tag, und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal in die Zahlen ein und gucken uns mal an, was die Wärmepumpe so geleistet hat und was sie sich genehmigt hat. Und hier sind wir auch schon in der Statistik im Sani-Portal, wo ich ja die Wärmepumpe auch mit auslese. Und ich verlinke euch hier mal ein Video, wo ihr sehen könnt, wie man die Weiland Arotherm Plus so einstellt, dass sie auch vom Sani-Portal ausgelesen wird. Das ist ein bisschen knifflig. Das Ganze wird mit einem Software-Update, was kommen soll, dann einfacher werden. Ich werde dann auch darüber berichten. Aber so haben wir zumindest unsere Daten relativ real hier reinbekommen. Noch eine kleine Anmerkung zu der ganzen Sache. Wir haben keinen Wärmemengenzähler und wir haben auch keinen extra Stromzähler. Ich habe die Verbrauchswerte Strom abgeglichen mit unserem früheren Verbrauchsverhalten, und ich kann sagen, dass da eine relative Gleichstellung da ist. Also es ist so, dass das, was wir hier im Sani-Portal auslesen, auch wirklich ziemlich genau der Realität entspricht. Was ich nicht beurteilen kann oder noch nicht beurteilen kann, ist die Wärmemenge, die erzeugt wird. Dafür bräuchte ich halt einen Wärmemengenzähler. Ich will mal gucken, vielleicht mit der ersten Inspektion, dass ich da den mit beauftrage. So kann ich das nur schätzen. Das wirkt sich also nicht auf den Stromverbrauch der Wärmepumpe aus. Der ist relativ korrekt, aber die Arbeitszahlen, die könnten ein bisschen abweichen. Da kann ich keine Garantie für abgeben, wie stark das ist. Aber das kriegen wir irgendwann auch noch raus. So, und hier haben wir erstmal noch die Wärmepumpe in grün und das Elektroauto in blau. Das habe ich hier nochmal mit aufgezeigt, um das mal kurz zu zeigen. Wir haben größtenteils, wie man hier sieht, noch mit reinem Netzstrom den Tesla beladen, und zwar zu Zeiten, wenn es bei Tibber günstig gewesen wäre. Wir haben hier schon mal geübt im Februar. Video dazu kommt in Kürze. Unsere Februar-Virtualisierung mit Tibber. Wir sind hier erst seit 1. März Kunde, aber ich habe das natürlich schon mal vorher geübt. Sprich, wir haben das Auto dann geladen, wenn bei Tibber der Strom oder an der Börse der Strom günstig war. Und hier sieht man, hier habe ich mal PV-Überschuss zum ersten Mal gemacht am 14. Februar. Dann hier wieder rein aus dem oder fast komplett aus dem Netz geladen, hier auch. Und dann haben wir hier langsam mit PV-Überschuss angefangen, hier erstmal ganz zart eine Kilowattstunde und dann hier hinten nochmal eine Kilowattstunde. Dann hatten wir am 27. nochmal 6,5 Kilowattstunden, also insgesamt so rund 10, 11 Kilowattstunden, die wir im Februar ins Auto an PV-Überschuss laden konnten. Naja, das sind 50 Kilometer, das ist noch nicht überragend, das wird jetzt im März mehr werden. Und auf der anderen Seite haben wir hier
die Verbräuche der Wärmepumpe. Und da haben wir hier den heftigsten Tag gehabt. Das war der 7. Februar mit 43,28 Kilowattstunden. Und der beste Tag war der 22. mit 11,76 Kilowattstunden. Und insgesamt macht das Ganze dann 696,5 Kilowattstunden, die wir in die Wärmepumpe gesteckt haben. Da fehlt noch eine Kleinigkeit, und zwar der Heizstab. Ich habe noch ein bisschen mit warmem Wasser rumexperimentiert. Da komme ich aber gleich bei der Statistik nochmal drauf zu sprechen. Na, und ins Auto haben wir geladen 112,02 Kilowattstunden. Leider ist durch eine Umstellung im Sunny-Portal im Februar die prozentuale Aufteilung verloren gegangen. Ich kann euch das aber hier mal so zeigen. Über die Tage hinweg, hier haben wir 19% PV-Strom reingesteckt. Hier haben wir 40% reingesteckt, 30%. Hier auch 30, hier 18, ein bisschen weniger, hier 33. Also man sieht schon, zum Ende des Monats hin können wir nochmal gucken, da sind wir auch so bei 30-50% ungefähr, die wir jetzt an PV-Strom reingesteckt haben. Ich sage ja immer, ich nehme 10 Kilowattstunden für den Hausverbrauch, und alles, was drüber geht, hätten Wärmepumpe und Auto kriegen können. Ich schlage das jetzt mal immer der Wärmepumpe zu, was am Tag über 10 Kilowattstunden sind, weil normalerweise braucht unser Haus so 10 Kilowattstunden ohne Mobilität und Wärme. Und das ist dann der Überschuss, den ich dafür zur Verfügung habe. Das gucken wir uns aber gleich auch nochmal an. Ja, das sind also die Zahlen. Ich habe jetzt mal die Statistik, Wärmepumpenverbrauch mit den Temperaturen aufeinandergelegt, damit ihr euch das mal ansehen könnt. Und hier haben wir dann diese Gegenüberstellung, und man sieht schon wunderbar, wir hatten im Februar 13 Frosttage, also jeder zweite Tag im Februar war Frost. Das ist auch schon nicht ganz ohne, und hier sieht man halt wirklich, wenn die Temperaturen runtergehen, dann geht die Kurve der Wärmepumpe hoch. Hier, das ist der 7. Februar, da hat sie wirklich am meisten gebraucht, wie gesagt 43 Kilowattstunden. Und da hatten wir minus 6 Grad nachts, was auch schon relativ kalt ist für unsere norddeutschen Verhältnisse hier. Und nochmal relativ kalt war es am 5.8. Und da hat die Wärmepumpe sich auch knapp, naja, es werden so 33 Kilowattstunden sein, bei minus 5,8 Grad gezogen. Und der wärmste Tag, das war hier der 17. mit 11,9 Grad, und da hat sie relativ wenig gebraucht, 15 Kilowattstunden. Und ebenfalls recht warm und in der Nacht auch wärmer war dann hier der 22. und das war halt wirklich der beste Tag mit den 13 Kilowattstunden. Und so sieht man schon, dass hier die Kurve der Temperatur wirklich sehr gleichmäßig ist wie die Kurve des Stromverbrauchs für die Wärmepumpe. Das sieht man hier auch wieder. Und es gab eigentlich, wie in den letzten Jahren, dieses Mal keine Tage, die so richtig warm waren. 11,9 Grad war die Höchsttemperatur. Ich habe schon in den letzten Jahren Februar erlebt, da gab es 15, 16, 17 Grad. Das hat es in diesem Februar nicht gegeben. Und deshalb die Wärmepumpe auch recht ordentlich eigentlich doch im Betrieb. Und hier habe ich jetzt dann die Jahresübersicht nochmal rausgeholt, habe den Februar hier mit eingetragen. Wir haben also an elektrischer Energie 622 Kilowattstunden verbraucht, rein für die Wärme. Und das Ganze, daraus haben wir dann 2492 Kilowattstunden an Wärme gemacht. Wir haben fürs Warmwasser 99 Kilowattstunden elektrisch verbraucht. Das ist ein Wert, der ist, passt mir noch nicht so ganz. Ich habe jetzt nochmal über die Legionellen-Schaltung nachgedacht und dazu gleich aber am Ende vom Video nochmal ein paar Worte. Dann haben wir hier Kilowattstunden Wärme, die wir da rausgeholt haben, sind 225. Und das bedeutet, wir haben insgesamt 711 Kilowattstunden elektrisch verbraucht mit der Wärmepumpe. 15 Kilowattstunden davon waren mit dem Heizstab. Das war zweimal die Legionellen-Desinfektion, die bei uns am Sonntagmittag läuft. Und da geht er dann auf 60, 65 Grad hoch, und dafür wird dann der Heizstab leider auch mit benutzt. Das konnte ich hier auch noch nicht ausreden. Ich habe auch leider keine Funktion gefunden, um die Legionellen-Erwärmung runterzusetzen auf einen geringeren Wert. Aber wie gesagt, dazu nach der Statistik noch ein paar Worte. Ja, dann habe ich der Wärmepumpe 128 Kilowattstunden PV-Strom zugewiesen. Das ist, wie gesagt, das über 10 Kilowattstunden pro Tag. Damit ist sie jetzt insgesamt bei 130 Kilowattstunden, die die PV für die Wärmepumpe bisher geliefert hat. Ich hatte ja eine Schätzung, 1000 Kilowattstunden pro Jahr. Ich denke mal, im Sommer warm Wasser 500 Kilowattstunden. Das wird sowieso aus der PV kommen. Und dann bin ich mal gespannt, März, April und Anfang Mai. Ich denke, da kommen wir hier auch 500, sodass meine 1000 Kilowattstunden PV-Strom für die Wärmepumpe dann auch real werden. Ja, das bedeutet insgesamt 2718 Kilowattstunden Wärme haben wir erzeugt, und wenn man das dann ausrechnet, dann haben wir eine bei der Heizung rein eine Monatsarbeitszahl von 4,0 genau, beim Warmwasser von 2,27, und das bedeutet insgesamt haben wir im Februar eine Jahresarbeitszahl oder eine Monatsarbeitszahl von 3,82 erzielt. Das heißt also,
die Kilowattstunden Wärme, die erzeugt wurden, geteilt durch die Kilowattstunden Strom, die aufgebracht werden mussten. Und das ist der Wert 3,82. Wir haben also im Februar aus einer Kilowattstunde Strom 3,82 Kilowattstunden Wärme gemacht. Ja, und wenn man das jetzt mal aufsummiert für den ganzen Winter, ich gehe jetzt nicht wieder alle Zahlen durch, sondern mal die Gesamtzahlen, dann stehen wir hier bisher bei 2.995 Kilowattstunden, die wir verbraucht haben mit der Wärmepumpe. Und ja, Thorsten von Weiß nichts Welt, wir hatten ja ein Vorgespräch, da sagte er, ihr könnt auf 3000 runterkommen. Der Wert ist schon geknackt, da wir heute den 3. März schreiben und der März auch echt kalt angefangen hat und wohl auch erstmal kalt weitergehen wird. Aber Thorsten hat ja damals auch noch andere Voraussetzungen angegeben, zum Beispiel keine Zirkulation des warmen Wassers und vor allen Dingen die klapprige alte Haustür mal ersetzen und die Scheiben ersetzen. Und das kommt ja alles noch in nächster Zeit und dann wollen wir mal gucken, was dann beim Verbrauch rauskommt. Aber 2.995 nach Februar, das ist die Zahl, die jetzt steht. Jetzt kommt noch der März, der April und noch ein bisschen Mai vielleicht. Und dann natürlich noch ein halbes Jahr warmes Wasser mit 500 Kilowattstunden, schätze ich. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen. Ja, wenn ich mir die Zahl hier mal so anschaue, 3000 Kilowattstunden, das Schlimmste des Winters sollten wir eigentlich hinter uns haben, obwohl der März, wie gesagt, jetzt schon relativ kalt noch anfängt. Dann sind wir jetzt bei 3000 Kilowattstunden, die wir mit 40 Cent bezahlen. In der Strompreisbremse sind 1200 Euro Heizkosten bisher diesen Winter. Also damit kann ich noch recht gut leben. Davon könnten wir jetzt noch die 128 Kilowattstunden hier abziehen, aber das bringt es noch nicht wirklich. Wenn ich am Ende 1000 Kilowattstunden abziehen kann, dann ist das schon eher interessant. Also wir sind eigentlich auf einem ganz guten Kurs. Ich sage immer, wir speisen auch für gute 1000 Euro nochmal ein mit der Photovoltaikanlage. Also haben wir zurzeit eigentlich relativ geringe Energiekosten. Aber die Rechnung, die werde ich am Ende des Winters nochmal aufmachen und dann mal genau vorrechnen. Oder auch am Ende des Jahres, wenn dann die Jahreszahl der neuen Photovoltaikanlage vorliegt, was wir wirklich noch an Energiekosten haben, wenn wir die Einspeisevergütung mit reinrechnen. Natürlich immer dem entgegen die Investition, das dürfen wir nicht vergessen. Das wollen wir natürlich auch mit reinrechnen. Da werde ich auch öfter darauf hingewiesen, dass ich auch ein bisschen was investiert habe, aber ich habe mir auch was dabei gedacht. Ja, und das bedeutet, wir haben an Wärme insgesamt 11.397 Kilowattstunden erzeugt. Und das vergleiche ich jetzt mal mit unserer Gastherme. Da hatten wir einen Durchschnitt von 24.000 Kilowattstunden Gasverbrauch. Wenn wir jetzt die Effizienz mal mit 0,9 nehmen, dann sind wir da aber auch noch weit von entfernt. Dann müssten wir noch weit über 20.000 Kilowattstunden an Wärme erzeugen. Da bin ich noch nicht so sicher, ob das wird. Also das ist sehr interessant. Und das, obwohl wir die Temperaturen im Haus ja nicht verändert haben gegenüber der Gastherme. Das ist ganz spannend. Ja, und dann die Jahresarbeitszahl, die steht zurzeit bei 3,97. Das ist auch ein sehr guter Wert. Und da wollen wir mal gucken, jetzt kommen eigentlich die etwas wärmeren Monate, wo die Wärmepumpe nochmal aufholen kann. Und eigentlich müssten wir am Ende dann bei über 4 liegen. Das aber wieder vor dem Hintergrund, dass die Wärmemenge nicht geeicht ermittelt wird, sondern von der Wärmepumpe selbst. Das waren also unsere Wärmepumpenzahlen im Februar. Ich bin eigentlich recht zufrieden damit, knapp über 700 Kilowattstunden. Es hat ja im Dezember mit über 1000 Kilowattstunden gleich so ein bisschen schockierend für einige angefangen. Aber ich denke, wir sind jetzt bei knapp 3000 Kilowattstunden. Da wird noch ein bisschen was zukommen. Aber ich bin guten Mutes, dass wir unter 5000 Kilowattstunden am Ende landen. Da bin ich doch sehr optimistisch, weil jetzt, man merkt das auch, wenn jetzt die Sonne scheint, dann erwärmt sich das Wohnzimmer schon deutlich. Dann sind wir bei 21 Grad im Wohnzimmer, weil die Sonne einfach schon viel kräftiger am Himmel steht und viel mehr Power hat. Und dann geht die Heizleistung auch deutlich runter. Und von daher denke ich, März, April, das werden dann die Monate sein, wo an vielen Tagen die Wärmepumpe auch schon mal relativ komplett ausgehen kann. Das hatten wir im Dezember, Januar, Februar überhaupt nicht und im November auch nicht. Und das ist jetzt die Übergangszeit im Februar und die PV-Erzeugung wird ja auch immer mehr. Von daher bin ich guten Mutes, dass wir hier vernünftige Werte hinbekommen. Ja, zur Warmwassererzeugung wollte ich ja noch ein Wort sagen. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert in diesem Monat. Wir waren ja mal bei 40 Grad täglich und dann einmal Legionellendesinfektion. Aber ich habe mit unserem Familienbiologen gesprochen. Gruß an Dr. Olli an dieser Stelle. Der sagt halt, 50 Grad ist das Minimum, weil ab 50 Grad hört die Legionellenvermehrung auf. Legionellen können sich sehr schnell vermehren in mehreren Zyklen, wohl alle 4 Stunden, glaube ich. Und deshalb sollte man die Temperatur dauerhaft nicht unter 50 Grad haben. Und ab 55 Grad, sagt er, ist es so, dass dann die Legionellen auch abgetötet werden. Und deshalb würde ich gerne dieses Legionellenprogramm auf 55 Grad einstellen, damit es nicht immer mit dem Heizstab hochbollert am Sonntag. Aber leider hat Weiland wohl keine Einstellung dafür.
Ich habe zumindest noch nichts gefunden, auch in den Beschreibungen nicht. Wenn ihr das besser wisst, sagt mir doch, wo ich das einstellen kann. Ich finde halt nur, ich kann es den Wochentag und die Uhrzeit auswählen oder sie komplett abstellen. Ich überlege jetzt, die Legionellenerwärmung laufen zu lassen am Sonntag, weil dann läuft auch einmal die Zirkulation mit. Ansonsten dann täglich auf 50 Grad wieder bringen und die Zirkulationspumpe aber ansonsten abzuschalten. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert. Die entfernteste Zapfstelle braucht 30 Sekunden, bis warmes Wasser da ist. Damit kann ich noch leben. Dafür dann auf einmal Zirkulation täglich zu verzichten und dafür weniger Energie zu verbrauchen, das finde ich schon in Ordnung, weil das Wasser verschwindet ja auch nicht. Es kommt ja wieder. Und von daher denke ich, ist das die richtige Einstellung für uns, die wir jetzt vielleicht so beibehalten. Ansonsten bin ich mit der Heizung sehr zufrieden, wie sie jetzt läuft, würde da erstmal nichts mehr verändern. Und am Ende des Winters, Ende Mai, werde ich dann das erste Fazit ziehen. Man kann ja dann ungefähr abschätzen, was bis Oktober noch an Warmwasserverbrauch dazukommt und kann dann schon quasi ein Resümee ziehen. Und das würde ich dann auch tun. Und ja, damit ihr das nicht verpasst, solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann bleibt ihr auch auf dem Laufenden, wie es mit unserer Wärmepumpe so weitergeht. Den Daumen nicht vergessen, das YouTuber-Gold, da würden wir uns sehr drüber freuen. Bei Instagram sind wir auch vertreten, da schaut doch auch mal rein. In diesem Sinne sage ich danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.